Hallo, mein Name ist Marco. Ich bin Co-Founder des A Few Stores aus Düsseldorf. Wir haben uns in den letzten Wochen Gedanken gemacht zum Thema Limited Release und Raffle und haben speziell dafür ein Raffle-Tool entwickelt, was wir euch heute gerne vorstellen würden, damit wir in Zukunft möglichst allen die gleiche Chance geben, nach dem In-Store-Release auch eins dieser begehrten Paare abzubekommen. Zuallererst die Frage, warum wir das Raffle-Tool entwickelt haben. Schlichtweg aus dem Grund, dass wir viel Feedback von unseren Kunden erhalten haben, weil sie bei limitierten Releasen zu kurz gekommen sind, sei es, weil sie eine schlechte Internetverbindung haben, weil der Server abgestürzt ist oder weil andere User Bots benutzt haben. Und deswegen haben wir das Tool entwickelt, um Chancengleichheit zu schaffen, sodass wirklich jeder Kunde eine faire Chance hat, an so einen limitierten Schuh zu kommen. Anhand des bevorstehenden Releases des A Few X Kangaroos Jelly würde ich euch gerne das Prinzip des Raffle Tools erklären, was sich eigentlich recht simpel gestaltet. Ihr tragt euch auf der Raffle Seite für eure Größe ein, dann bekommt ihr eine E-Mail von uns, die ihr einfach bestätigen müsst. Nachdem der Insta-Release dann vorbei ist, bekommen alle Teilnehmer pünktlich zum Online-Release eine Check-In-Mail, die sie einfach bestätigen müssen, indem sie den Link klicken. Die Gewinner werden dann von uns benachrichtigt und müssen innerhalb von 15 Minuten via PayPal bezahlen. Wenn sie das nicht tun, werden wir Nachrücker ziehen, welche dann die Chance bekommen, den Schuh zu kaufen. Die Auslosung dauert insgesamt 90 Minuten. Nachdem die Zeit abgelaufen ist, werden wir alle Teilnehmer benachrichtigen, die kein Glück hatten, sodass sie Bescheid wissen, dass der Raffle vorbei ist. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein bisschen näher bringen und wünsche euch viel Erfolg beim Raffeln.